Hey und schön, dass ihr wieder hier seid bei den Last Movie Heroes und meiner Review zu Solo A Star Wars Story. Der startet jetzt am 24. Mai in den deutschen Kinos. Einige zeigen den jetzt auch schon am Mittwochabend in einer Preview, wie zum Beispiel auch das Kinopolis in Hanau, bei dem ich dann auch mal wieder vor Ort sein werde, um das Publikum zu befragen, wie denen denn der Film gefallen hat. Das dürfte hier wirklich sehr interessant werden. Von mir gibt es hier jetzt auch wirklich meine ehrliche Meinung. Es gilt wie immer, ihr dürft natürlich auch gerne anderer Meinung sein und das können wir auch super gerne hier unten in den Kommentaren diskutieren, aber bleibt bitte immer respektvoll und ich muss auch vorab sagen, ja, allein als ich den Trailer gesehen hatte, da hatte ich schon ein ganz mieses Gefühl. Dann gab es auch noch dieses ganze Chaos vor dem Film, die Regisseure wurden ausgetauscht, die Fans waren mit der Besetzung von Alden Ehrenreich als Han Solo nicht zufrieden und so. Da hing wirklich schon so ein Stein an diesem Film, bevor der überhaupt ins Kino kam und so, war vielleicht auch nicht ganz so fair, aber was ich auf jeden Fall jetzt schon mal sagen muss, positiv auch, der Film, der ist auf jeden Fall anders als die anderen Star Wars Filme und das fand ich eigentlich ganz gut. Man merkt das wirklich an der gesamten Aufmachung, egal ob Optik, Kostüme und so, das hat mir alles wirklich gut gefallen. Das wirkt so ein bisschen wie ein Science-Fiction-Western teilweise, da gibt es dann auch noch einen Zugüberfall und so. Also war eigentlich ganz gut gelungen, aber wir klappern das jetzt mal der Reihe nach ab. Denn anfangen muss ich leider mit etwas Negativem und zwar der Tatsache, dass die Story nicht wirklich spannend war. Ich muss sagen, ja, allein der Einstieg in diese Geschichte war jetzt nicht besonders gelungen. Das erste Drittel hat es mir wirklich nicht leicht gemacht, mit den Figuren warm zu werden. Denn vor allem am Anfang hetzt man so von einer Verfolgungsjagd zur nächsten. Man kriegt kaum Luft zum Durchatmen. Die Figuren sprechen mal ganz kurz ein paar Brocken, aber ständig muss hier geflohen werden. Hier müssen sie aufpassen und so. Ah, das ging mir alles viel zu schnell und man hätte sich da vielleicht ein bisschen mehr Zeit nehmen sollen, um diese Figuren eben alle in diesen Film zu integrieren. Was ich auf jeden Fall positiv sagen muss, ist, dass der Film sehr gut für sich alleine steht. Also man braucht da kein Vorwissen, man kriegt alles erklärt, das ist ganz gut gemacht. Und Emilia Clarke zum Beispiel, die ist auch von Anfang an zu sehen. Und bei ihr sehe ich dann vielleicht auch noch so etwas wie eine Charakterentwicklung. Aber der Film heißt Solo, A Star Wars Story. Und dafür kam mir die Figur Solo fast schon zu kurz. Also Screentime hat er genug, es dreht sich alles um ihn. Aber diese Figur, die hat sich für mich einfach in diesem Film viel zu wenig entwickelt. Ich meine, da kommt ein wirklich gut aufspielender Woody Harrelson und sagt ihm, dass er niemandem vertrauen darf. Aber irgendwie hat er das für diesen Film überhaupt keine Relevanz. Und da ärgere ich mich so als Filmfan dann eigentlich doch. Dann schmeißt man dem Film so ein Häppchen hin und der nimmt ihn einfach nicht, sondern er lässt diesen Happen links liegen. Und das fand ich wirklich schade. Und wie gesagt, der Film hechtet vor allem am Anfang so von Actionsequenz zu Actionsequenz. Ich muss sagen, die Action ist gut. Klasse Effekte, sieht 1A aus wie immer. Aber diese Actionsequenzen, erstens gingen die mir ein bisschen zu lange. Die Sequenzen hätte man ein bisschen kürzen können. Ich muss sagen, da hat sich nach kurzer Zeit wirklich schon ein bisschen Abnutzungserscheinung breit gemacht. Und zum anderen muss ich sagen, selbst die Action war nicht wirklich spannend, denn ich wusste genau, Han Solo überlebt, Chewbacca überlebt, Lando überlebt. Ja, dann gibt der Film eben nicht mehr viel her. Und wenn man dann eben genau weiß, okay, wir müssen also die neuen, frischen, unverbrauchten Gesichter gut in diesen Film integrieren, dass man als Zuschauer da auch emotional dabei ist, mit ihnen mitfühlt und über diese Figuren dann eben Spannung aufbauen möchte, dann kann ich das verstehen. Aber auch das wurde hier in diesem Film irgendwie nicht wirklich gemacht. Ich habe es schon gesagt, Emilia Clarke, die hat mir gut gefallen, die sieht man von Anfang an. Bei der konnte ich das noch ein bisschen nachvollziehen. Da war ich emotional auch so ein bisschen dabei. Aber ansonsten hat man zwar ein paar sympathische Figuren, aber die anderen, die waren alle so, ja, dann stirbt halt einer oder stirbt nicht oder wird als Geisel genommen oder eben nicht oder so. Und ich habe gedacht so, boah, also wenn man dann eben nicht mehr mitfiebert, na dann werden das wirklich sehr, sehr zähe 2 Stunden. Also dann sitzt man da drin und denkt sich so, puh, wenn der Film nur das zu erzählen hat und hier eine Geschichte erzählt, nach der auch irgendwie keiner gefragt hat, ja, dann wird es schwierig, mich, also wirklich jetzt mich persönlich, mich Patrick von den Last Movie Heroes, hier bei euch im Kino in diesem Film zu unterhalten. So, das hört sich jetzt auch alles wirklich richtig dramatisch an, aber wie ich es am Anfang schon gesagt habe, ganz so chaotisch ist der Film nicht. Schlecht würde ich den Film jetzt auch nicht bezeichnen, denn er hat wirklich seine positiven Dinge. Ich fand zum Beispiel die Dialoge, fand ich richtig gut, die waren knackig. Diese Wortgefechte zwischen Han Solo und Lando, die haben mir richtig gut gefallen, da hatte ich Spaß. Ich muss sagen, die kamen mir hier in dem Film ein bisschen zu knapp, aber diese Wortgefechte, die waren fast noch cooler als die Action. Der Film hatte ein bisschen Humor, ich konnte ab und zu lachen, wobei ich auch hier sagen muss, das ist so typisch Disney und Copy and Paste. Kommt, lasst uns doch einen Roboter einbauen, der die Leute belustigt. Mit diesem Roboter bin ich am Anfang auch nicht gleich warm geworden, aber so mit der Zeit fand ich den doch ganz cool und ganz witzig und das ist halt so eine typische Disney-Masche. Komm, wir nehmen hier eine Nebenfigur als Roboter und der soll die Leute belustigen. Ja, hat wieder funktioniert. Sonderlich innovativ, muss ich aber ehrlicherweise sagen.
sagen, war das nicht. Zu Alden Ehrenreich muss ich sagen, der hat mir wirklich gut gefallen. Da war ich positiv überrascht. Ich fand ihn in Hail Caesar ja schon gut, aber auch hier hat er mir gefallen. Und wie gesagt, es ist ein bisschen unfair. Man verurteilt ihn, bevor man den Film gesehen hat. Und ja, auch ich hatte so am Anfang ein paar Probleme, mit ihm warm zu werden, weil man halt so richtig krass im Kopf noch Harrison Ford hat und man weiß ganz genau, okay, der muss sich jetzt wirklich anstrengen, um da ranzukommen. Aber ich muss sagen, in Sachen Mimik, Gestik, Aussprache und allem, in diesen Bewegungen und so, er hat mich da teilweise wirklich an Harrison Ford erinnert. Er gibt hier wirklich alles und an ihm liegt es nicht, dass ich hier wirklich den Film kritisieren muss. Also Alden Ehrenreich in allen Ehren, der macht das hier wirklich ganz gut. Ein Ticken besser fand ich persönlich, aber dann noch Donald Glover als Lando, der hat mir auch richtig gut gefallen. Aber wie gesagt, selbst wenn ich hier die Figuren sehr sympathisch fand und die Darsteller wirklich sehr gut fand, so emotional konnten mich die Figuren halt leider nicht abholen und dann wird es halt schwierig, mich hier dann auch diese 2 Stunden eben zu unterhalten. Und deswegen tue ich mich auch mit einem Fazit schwer und eben auch zu sagen, wem empfehle ich jetzt diesen Film? Ich muss sagen, ja, der Film ist wesentlich besser als erwartet. Er ist kein Totalausfall. Ich habe den eben hart kritisiert, aber an sich hat er schon so seine unterhaltsamen Momente. Und wenn ihr Star Wars Fans seid oder so, dann lasst diesen Film auch nicht aus. Aber so im direkten Vergleich mit Rogue One, muss ich sagen, zieht der hier wirklich deutlich den kürzeren. Ich fand ihn nett, mehr aber auch nicht. War jetzt halt kein Knaller, aber wie gesagt, es ist nette Unterhaltung. Aber was man über das Wort nett sagt, das wisst ihr ja auch. Ich fand es super, dass der Film sehr gut für sich alleine stehen kann. Das hat mir gefallen. Aber trotzdem muss ich sagen, wer hat diesen Film denn letztendlich gebraucht? Und ich finde diese Entscheidung von Disney, einen Hans Solo-Film zu machen, einfach nach wie vor nicht gelungen. Der Film macht die Figur nicht besser. Im Gegenteil sogar, er entmystifiziert das zu viel. Man bekommt viel zu viel über die Figur Han Solo erzählt, nach der niemand gefragt hat und die mich auch wirklich nicht interessiert hat. Das ist eine meiner absoluten Lieblingsfiguren aus dem Star Wars-Universum. Und niemand hat gefragt, woher sich Solo und Chewbacca kennen. Niemand hat gefragt, woher er seine Waffe hat, etc. pp. Man bekommt hier so viele Antworten über Han Solo, dass ich es eigentlich schon fast schade finde. Ich fand die Figur an sich, so Harrison Ford an sich, ich fand das super. Es hat mir gereicht. Ich habe diesen Film einfach nicht gebraucht. Und ich weiß auch nicht, warum man den Fans dann eben nicht einfach diesen Obi-Wan-Film gibt. Ja? Über diese Film kann man viel mehr erzählen. Die ist noch nicht so ausgereizt, aber Han Solo, der kam schon so oft vor, das ist okay. Da wurde genug erzählt, wie gesagt, da hat keiner nachgefragt. Gib den Fans doch bitte einfach das, was sie möchten. Und das ist ein Obi-Wan-Film. Auf den bin ich auch richtig spitz, das möchte ich sehen. Hier in dem Film gibt's dann vielleicht so ein bisschen Fanservice. Man erkennt die eine oder andere Sache wieder oder so. Das ist auch ganz nett. Aber man wird einfach das Gefühl nicht los, dass es diesen Film in dieser Form einfach nicht gebraucht hätte. Und wie gesagt, wenn er dann noch die Figur Han Solo uninteressanter macht als vorher, weil er mir einfach viel zu viel über die Figur erzählt, was ich auch irgendwie gar nicht wissen wollte, dann frage ich mich, ob dieser Film wirklich so seine Daseinsberechtigung hat. Aber man muss auch sagen, es wäre viel zu leicht zu sagen, Alden Ehrenreich ist schuld. So, aber ich muss auch nochmal erwähnen, das hört sich alles so brutal an, weil ich mich ja auch einfach mal auskotzen musste. Und ich muss einfach sagen, was mir hier stinkt, was mir an dem Film stinkt, was mir an der Produktion stinkt, was mir hier an der ganzen Aufmachung stinkt und was es halt eben für Folgen auf die Figur Solo hat, das hat mir nicht gefallen. Aber wenn ihr das ausblenden könnt, Hardcore-Fans seid und euch sagt, okay, ich gucke mir diesen Film an, weil ich alle Star-Wars-Filme mag und ich kann meine Erwartungen bis zu einem gewissen Grad dämpfen und ich kann auch akzeptieren, dass sie eben nicht Harrison Ford Han Solo spielt, sondern ein Alden Ehrenreich, der das wirklich gut macht, dann geht ins Kino, habt euren Spaß mit dem Film, das ist völlig in Ordnung und der Film, wie gesagt, der ist unterhaltsam. Vielleicht fesselt euch ja die Geschichte, mich halt leider nicht. Es gab auch einige Kollegen, die kamen aus dem Film und haben gesagt, boah, der war gut, aber es gab halt eben auch Kollegen, die fanden den kacke und es gab Kollegen wie mich, die bewegen sich so ein bisschen dazwischen und ich weiß auch noch gar nicht so recht, in welche Richtung ich mich dann so letztendlich bewegen möchte und deswegen finde ich es auch einfach super interessant, dann eben am Mittwoch die Leute im Kino zu befragen, was die denn finden. Und wenn ihr dann hier nochmal auf dem Kanal vorbeischaut, am besten den Kanal abonnieren, falls ihr das nicht gemacht habt, damit ihr das Video auch nicht verpasst, dann werdet ihr zumindest wissen, wie auch die andere weite Welt diesen Film findet, die eben nicht so wie ich hier stehen, euch sagen wollen, ob ein Film gut ist oder schlecht ist, die alles immer kritisieren und so, sondern da bekommt ihr wirklich ehrliche Meinung vom Publikum und ich halte die auch immer dazu an, wirklich offen und ehrlich zu sein. Deswegen bin ich wirklich brennend daran interessiert, was die dann letztendlich zum Film sagen. Meine Meinung war eher mittelprächtig. Wie gesagt, ich habe viel kritisiert. Ganz so schlimm war der Film nicht. Er war dann durchaus doch ein bisschen unterhaltsam. Deswegen bekommt der Film von mir dann immerhin noch über dem Durchschnitt 6 von 10 möglichen Punkten. Ich habe so ein bisschen geschwankt zwischen 6 und 7, aber je länger ich drüber nachdenke, muss ich sagen, nee,
Einfach nee, der bekommt keine bessere Punktzahl und ich glaube, ich habe den auch schnell wieder vergessen und hoffe dann eben einfach auf einen Obi-Wan-Film. Wie gesagt, ihr dürft gerne hier unten in den Kommentaren mit mir diskutieren, warum ihr den Film besser oder genauso blöd fandet oder so. Ich halte euch nochmal dazu an, die Community auf unserem Kanal, die ist wirklich überragend. Behaltet euch das bei, bleibt respektvoll und postet auch gerne mal hier unten, auf welchen Spin-Off-Charakter ihr so richtig Lust hättet. Wie gesagt, mein haushoher Favorit ist Obi-Wan. Ich gehe auch stark davon aus, dass die Fans und ich das demnächst noch geliefert bekommen. Und dann sage ich danke fürs Zusehen und ich bin mal gespannt, wie ihr den Film so findet. Oder halt die Leute am Mittwoch und sagt tschüss, bis zum nächsten Mal.